Danke, danke an bereits 500 Ahorn hinten. Ist unglaublich. Ich freue mich riesig, aber wer tut das denn nicht, ne? Also, ihr seid die Besten und ganz herzlich willkommen hier zu meinem kleinen 500 Rabonnenten Special. War ja mehr oder weniger angekündigt. Und es ist wirklich nur ein kleines Special, ja? Also, wer jetzt hier das Oberhammer Mega Spezial Special erwartet, der ist hier wirklich falsch. Denn ich möchte dieses Special mal nutzen, um meine Festplatte etwas aufzuräumen. Ja, das klingt jetzt etwas negativ, aber im Laufe der Zeit hat sich da so ein bisschen was angesammelt, was ich mal irgendwie so zwischendurch aufgenommen habe. Und was mir dann irgendwie zu schade auch war, wegzuschmeißen. Und da habe ich mir dann gedacht, komm, das packst du mal irgendwie in so ein kleines Special rein. Und dieses 500 Abonnenten-Special, das bietet sich dafür an. So, was werdet ihr da sehen? Das sind verschiedene Spielausschnitte noch, die nicht so ganz gelungen sind. Oder auch so allen möglicher Quatsch, der mal so nebenbei entstanden ist. Und was passiert, wenn man den kleinen Seto alleine zu Hause lässt, ihm ein neues Headset in die Hand drückt und dieses Headset über Stimmenmorphing verfügt? Ja, das seht ihr jetzt. Hallo Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. 33. Skype, Kontaktanfrage. Ja. Hi, follow me, mein Skype, zweiter Account von der Julian Rapp. Hi. ja, hier. Hat sich übrigens schon ziemlich gefüllt hier, meine Kontakte liest doch. Ha, mein Bürger! Der Maxito. Soll ich mal machen? Naja, nee, jetzt nicht. Der gewinnt ja bestimmt eh nicht. Den würde ich aber mit Schinken. Mit Schinken? Nein, mit Schinken würde ich ihn machen, nicht mit Schinken. Mit Schinken vielleicht auch, ich mag auch Schinken. Aber Schinken und Schinken schmeckt vielleicht nicht ganz so super. Naja! Tschüss! Ja. So, jetzt wisst ihr, auf was ihr euch hier eingelassen habt. Und was als nächstes kommt, das ist die eigentliche 100. Folge von Minecraft. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, da haben wir so eine Höhlentour gestartet und da habe ich am Anfang auch gesagt, dass es eigentlich schon eine 100. Folge gab und die habe ich dann komplett gelöscht. Habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe sie gar nicht gelöscht. Ich habe sie hier noch drauf gehabt auf der Platte und ihr werdet jetzt daraus mal so ein paar kleine Ausschnitte sehen. Bam. Ob ihr sie haben wollt, ist eine andere Sache, aber runterladen könnt ihr sie euch immer noch. Sag mal, ich bin doch hier schon mal hochgegangen. Wie bin ich denn hier hochgekommen? So vielleicht? Das ist, glaube ich, Gold. Oh yeah! Gold ist geil. Für Booster-Schiene. Oh, was ist das denn? Ist hier wer? Es ist schon wieder Bewegung im Zimmer. Was tut er? Er haut ab. Und ich brenne. Scheiße. Dum-da-dum-da-dum-da-dum. Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Böse Lava. Ich greife zum Stift. Wow. Ich bin ja einfach mal viel zu faul, das selber zu machen. Das können wir niemals alles verbraten. Niemals. Wow. Haha. Skelette. Creeper. Sterb. Ja. Nein, wo ist er hin? Damage. Kann ich das irgendwie wieder wegmachen? Wie kriege ich den? Wow. Lauf. Scheiß Creeper. Wo kommt der her? Mann, hat der eine scheiß Fratze, ey. So, als nächstes seht ihr dann zwei kurze Aufnahmen mit dem Nick zusammen. Einmal wäre da ein Let's Show World, was ich mit ihm zusammen aufgenommen habe. Das heißt, er hat gespielt. Nein, andersrum. Ich habe gespielt und er saß mit mir zusammen in der Skype-Konfi und hat gequatscht. Wir haben auch das ganze Let's Show aufgenommen. 15 Minuten, wenn nicht sogar länger. Bloß war ich dann am Ende mit der Aufnahme nicht zufrieden. Das kommt auch manchmal vor. Ihr kennt es ja von mir, dass ich so ein kleiner Perfektionist bin. Deswegen habe ich die Aufnahme so ein bisschen zur Seite geschoben und das nochmal neu aufgenommen. Jedenfalls seht ihr dann davon mal gleich den Anfang. Und danach kommt noch ein weiteres, ein Let's Show Your Server. Vielleicht sagt euch der Real-Life-Minecraft-Server noch was. Auf dem haben wir eine ganze Weile gespielt und haben auch mal ein Let's Show gemacht. Da sind Nick und ich da so rumgelatscht und Nick hat dann so ein bisschen gezeigt und erklärt, was es da so gibt. Ein Problem gab es bei der ganzen Aufnahme nur, denn sie war so ein bisschen taubstumm-mäßig, denn im größten Teil hört man nichts, da Nick nicht zu hören ist. Ich habe bloß meine Stimme mit aufgenommen und den Ingame-Sound. Nick hat allerdings das meiste geredet und dadurch ist jetzt viel leer und nicht da. Das ist jetzt doof. Das seht ihr auch nochmal gleich, aber auch nur ganz kurz.
Rekord zu einem weiteren Let's Show Your World. Das ist die Welt von Muddy1503. Ist schon etwas länger her, seitdem er sie mir geschickt hat, aber ja, jetzt zeige ich sie doch. Ich habe einen Gast. Den kennt ihr alle. Wer ist das? Ja, weiß ich auch nicht. Der ist totaler Noob und so, ne? Nee, also es ist Nick. Der ist hat mich gerade angerufen. Eigentlich wollte ich schon pennen gehen. Und er ist also daran schuld, dass ich jetzt hier noch das Let's Show aufnehme. Hallo? Aber gut. So. Ich habe dem Besitzer dieser Welt schon mal ein paar Sätze dazu geschrieben. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich weiß nicht, wo ich gespawnt bin, keine Ahnung. Ich bin hier schon mal so ein bisschen rumgelaufen. Ich würde sagen, wir folgen zuerst mal hier den Schienen. Nick kann sich jetzt schlecht hier einbringen, weil er nicht weiß, was ich tue. Er spielt übrigens gerade Battlefield. Gar nicht, tue ich nicht. Doch, tust du, hast du mir eben gesagt. Stirb! Nein, ich bin tot, nein. So, also hier sind wir jetzt den Schienen gefolgt, sind jetzt hier in so einem kleinen Raum. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind unterirdisch, oder? Nee, doch nicht, ist nur ein Holzhaus. Ja, hier ist schon mal ziemlich leer drin. Hier geht's noch weiter runter, aber ich guck mal, wie es hier noch oder wo es hier noch weitergeht. Okay. Hier geht noch eine Leiter hoch. Nee, da gehen wir noch nicht hin. Ich muss mal gucken, ich lasse die Let's Show-Folgen jetzt wirklich bei 10 Minuten, weil die manchmal echt so kacke verdammt groß werden. Und das ist scheiße. So, die Treppe ist nicht so schön. Erstmal, weil hier wirklich nichts ausgebessert ist. Also, er hat hier wirklich alles so gelassen, wie es war. Hier so mit Stein und Gravel und Sandstone und hier mal so ein Bett im Sand. Also, finde ich nicht ganz so schön. Auch die Treppe hier, dass die erst hier losgeht und dann hier einen nach rechts geht. Naja, okay. Hier haben wir noch mehr Treppen. Ist ja ein Treppenwirrwarr hier. Ich heiße euch ein weiteres Mal ganz herzlich willkommen zu einem Let's Show Together. Und ich sage ein weiteres Mal, weil, ja, wir haben eben schon mal aufgenommen. Bloß, ja, ich habe ein bisschen rumgemeckert und deswegen fange ich nochmal neu an. Nee, das soll ich ja nicht sagen. Genau, also wir sind auf einem Server, nennt sich Real Life Minecraft. Der wird jetzt wohl in Kürze, ich habe jetzt gerade keine Uhr hier. Wie spät ist es? Es ist 12:30. Ich denke um 8. Na, bei dir vielleicht, aber hier die zwei Straßenblocks weiter, ist es später. Okay, jedenfalls wird der Server in Kürze eröffnet und... Komm auf die Pushen! Warum wir unbedingt schon vor der Eröffnung hier sein müssen, ist mir so ein bisschen rätselhaft, das weiß ich nun nicht, aber... Na, weil wir einfach die coolsten, genialsten und besten sind, deswegen dürfen wir schon vorher auf den Server, verstehst du das denn nicht, oder was, Kartoffeln? Oh, jetzt kommt wieder... Kurzer Schnitt, bis gleich! So. Da sind wir wieder. Hallo. Und Nick wird uns jetzt hier so ein bisschen rumführen, denke ich mal. Wir schauen uns das Ganze an. Ja. Mensch, Mutti, geh mal bitte aus dem Zimmer raus. Ich nehme gerade auf. Mit wem nimmst du denn schon wieder auf? Ja, mit diesem Shadow. Ist das etwa dein neuer Freund? Mutti, geh jetzt raus. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Finger von diesem Ball spielen lassen. gut, dann können wir ja jetzt anfangen, wa? Gut, jetzt haben wir hier erstmal so ein paar Steine und so Blöcke und da vorne ist, da ist so ein Baum, den kann man fällen, hat man mir gesagt, und dann kriegt man da so Holz und das ist hier so ein Hotel, da können wir auch mal reingehen und da gibt es dann so Zimmer und da kann man dann schlafen in so Betten. Ja, ist voll cool und hier ist auch so ein Gestrüpp und hier sind ganz viele Tische und kein Mensch und so, ist voll cool so und Dose und hier kann man auch noch reingehen, hier ist eine voll kleine Küche, da gibt's dann so Buletten und Schnitzel so jeden Tag und achso und Pommes, ist voll lecker hier, aber wir können ja dann nochmal hochgehen. Ja. Was meinst du? Es ist ziemlich cool hier. Also wenn wir jetzt mal hier hochgehen, da sind dann auch voll viele Zimmer. Die kann man dann so mieten und dann kann man so da drin wohnen, ey. Jo. Ich habe jetzt übrigens den Titel für dieses Video gefunden. Wenn Minecraft zum Real Life wird. Mensch, werd da mal so ein bisschen kreativer, ey. Das ist auch nicht mehr das Beste hier, ne? Du musst ja deine Zuschauer irgendwie unterhalten. Meinst du irgendwie, so wird das noch was? Ne, ich glaube nicht. Selbst auf den Schildern ist es besser. Auf welche Schilder? Na, auf den hier, ey. Alter, also entweder bist du auf beiden Augen blind oder einfach nur blöd. Ach so. Nee, ich hab nicht gedrückt. Gedrückt? Alter, was laberst du für ein Scheiß? Ey, hör mir doch mal zu, bist du jetzt auch noch taub oder wie? Ich glaube, wir müssen da mal bald hier irgendwie mal so einen Arzt aufsuchen, ne? Also wollen wir da mit dem Bus hinfahren oder wollen wir da am besten hinlaufen? Was meinst du? Wir laufen hin. Oh nee, hab ich eigentlich ja keinen Bock drauf, ey.
Ja, also ich kann euch schon mal sagen, dass diese Parts oder diese ganze Aufnahme durchlöchert sein wird von... Ist natürlich nur alles Spaß jetzt hier eben gewesen. Bitte nehmt das nicht tot, bitte ernst und seht das nicht als eine Art Beleidigung oder so an. Als nächstes für euch im Angebot habe ich noch ein Skype-Gespräch zwischen mir und Nick und einem anschließenden Liebesgeständnis von Fabi. Also nicht von mir, ich mache mir natürlich nicht selber Liebesgeständnisse und selbst wenn, würde ich das natürlich nie so offen zugeben, sondern von dem anderen Fabi da. Naja, seht oder besser gesagt, hört selbst oder rennt ganz schnell weg. Rennt weg, los, rennt! Das wird alles Hallo, hochgeladen. Ja. Zum Let's Claw Battlefield 3. Ja, also ich habe mir jetzt ein Battlefield geholt. Ich spiele total scheiße. Heißt Industrieprodukte. Ja, ich finde den Namen einfach total geil. Boah, was war das? Ich werde es umbringen. Also sieht irgendwie geil aus, wenn man mit so einem Ding rumfährt. Das ist voll niedlich, finde ich, dieser Roboter. Nein, das hat mein Roboter kaputt gemacht. So ein bitteres Video, jede zwei Sekunden, piep, piep, piep. Und dann kommt Julius, piep, piep, Mutter und piep und piep und Köln, piep und Köln, Köln, piep, piep. Und Julia und piep. Nein! Ich wollte doch noch den Panzer kaputt machen. Doch, irgendwann kommt so ein Outtake und nie gezeigte 10-Video und da kommt das rein. Ja, okay. Hallo YouTube. Jetzt klingelt mein Telefon. Ach, leck mich. Ey, geil, den Klingelton haben wir auch. Jetzt hat er aufgelegt. Der hat wohl gehört, dass ich ihn nicht mag und hat gleich aufgelegt. Jetzt klingelt er wieder. Nee, halt. Epic schreibt mal mit. Geil, komm dann. Tot. Mit dem Ding kann man irgendwie nicht nach unten schießen. Ich sag mal, was denn hier? Los. Ich brauche neue Taschentücher. Ich bin gerade über... Boah, ich hatte eben mal 23 Frames. Jetzt sind's 5. Oh, Lili. Nimmst du immer noch auf? Jupp. Guckst dich doch niemand an hier. Kannst du sogar hochladen von mir aus. Aber nur, wenn du es gut zusammenschneidest. Wie geil. Nein! Jo, es geht an dich, Sito. Du warst meine Liebe. Jo. Schier. Achtung. So. Jo. I still hear your voice when you sleep next time to me. I still feel your touch in my dreams. Forgive me my weakness, but I... DSDS kann kommen. So, und jetzt habe ich für euch noch eine abspackende Palme bei Battlefield. Und dann kommt für euch eine kleine Adventure-Map zu dritt. Und zwar habe ich da zusammen mit dem Fabi gespielt, der da eben so wunderschön gesungen hat. Und mit dem Reinhold, dem der ein oder andere vielleicht schon bekannt ist aus einem Skyblock-Part. Da war er mal ein paar Parts dabei. Oder auch aus Battlefield, da war er auch schon mal ab und zu mit. Da haben wir mal eine Adventure-Map gespielt. Die beiden wussten allerdings nicht, dass ich aufnehme. Das heißt, es ist eine kleine Überraschung für die hier. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Baby. Achso, okay. Set time to... Warum können wir nicht schlafen? Seht, du bist da unten nicht. Was bin ich? Seh dich. Wo ist dein Name hin? Da. Seht, ich komme. Wo ist Ö?
Ö. Da, ich sehe Ö. Ne, doch nicht, ich glaube das. Verdammt, ich kann das nicht kaputt machen. Wow, also die Redstone-Schaltung sieht auf jeden Fall sehr, sehr schwer aus. Hey! Ö, ist mal bei der Spider-Man! Spider-Man! Oh Gott! Nein, ich bin tot! Die ganzen Äpfel sind ja auch tot! Nein! 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 Oh Mann! Wow! Nein, ich bin. Ich bin gleich wieder in Lava gefallen! Ja, und wer hat's geschafft? Ich! Ich nicht, ich bin tot. Und ich bin gestorben, wenn ich gelaufen bin. Zombie! Ach, Mann, können wir das schaffen? Nein, wir verbrennen. Mann! Boah, hab ich mich Wer ist das? Das ist Herr Zombie. Oh! Ah! Du. Der Zombie-Schilder an der Liane. Ja, hab ich auch gerade. Ich bin gleich tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ah, jetzt. Oh, oh nein. Nein, du bist. Nein, jetzt sind wir alle tot. Mann, oh, jetzt sind wir wieder von vorne. Eigentlich das nächste Tor einfach aufbrechen. Nee, wir machen das wie normale Menschen durch. Ja, wir teleportieren. Wir machen auch normale Menschen. Ach, ihr könnt euch nicht in den teleportieren. Ey, Alter! Du! Was soll das? Alter! Mal sehen, vielleicht lade ich das ganze Adventure in einem Stück nochmal auf dem Kanal hoch. Muss ich mal schauen. Jetzt habe ich auf jeden Fall nochmal für euch eine kleine Aufnahme, in der ich mit dem Stimmenaufwinken nochmal so ein bisschen rumprobiert habe. Ich muss alle denken, ich bin verrückt. Er sitzt hier nur in meinem kleinen Zimmer, ne? Und gibt komische Geräusche von mir. Naja, ich bin Let's Player. Ich mache den ganzen Tag nicht anderes. Keine Freunde, keine Hobbys, keine Zukunft. Ich stinken tut sowieso. Ach ja, ja, die Witze werden nie alt. Ach ja. Oh, hab ich mich verschluckt? Danke, danke, danke. Ja, das kann ich euch auch bloß nochmal sagen. Vielen Dank an euch fürs Schauen, fürs Kommentieren und fürs Bewerten meiner Videos. Für einen Let's Player gibt es echt nichts Schöneres oder für jeden, der Videos auf YouTube macht. Und das ist nicht gelogen, das stimmt 100%ig. Und mein kleines 500 Abonnenten-Special ist an der Stelle auch schon fast wieder zu Ende. Hat mich echt eine ganze Heidenarbeit gekostet, das hier. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben könntet, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt auch gerne natürlich einen Kommentar schreiben und wenn es euch ganz besonders gefallen hat, wenn es euch förmlich aus den Socken gehauen hat, dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr es zu euren Favoriten hinzufügt. Gut, das war's dann von mir. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Ich bedanke mich auch hier fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.